Im letzten Video am Sonntag hatten wir die Thematik schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber dann dachte ich mir, dass ein paar zusätzliche Informationen und ein kleiner Vergleich zum aktuellen 737 MAX Grounding ja mal ganz interessant und angebracht wäre. Es soll jetzt nämlich um das Grounding und um die Probleme mit der Boeing 787 gehen. Der Flugzeughersteller Boeing muss ja jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 6 Jahren eines ihrer neuen Verkehrsflugzeuge aufgrund von Sicherheitsbedenken am Boden lassen. 2013 war das die Boeing 787, der Dreamliner, und warum der damals am Boden stand und was der für massive Probleme hatte, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr merkt schon, es ist eine etwas andere Umgebung, alles ein bisschen provisorisch. Ich befinde mich hier in einem Hotelzimmer in Frankfurt. Da im Hintergrund ist auch der Frankfurter Flughafen. Da kann man jetzt aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel von erkennen. Warum ich jetzt hier in Frankfurt bin und was ich hier die nächsten 3 Wochen zu tun habe, das klären wir vielleicht nochmal irgendwann anders. Ansonsten muss ich mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass jetzt höchstwahrscheinlich erst einmal die nächsten 3 Wochen nicht täglich ein neues Video kommen wird. Ich schaue aber, dass ich so viel schaffe, wie es geht. Und ja, heute fangen wir mal an mit dem 787 Grounding. Das hat man vielleicht gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber die 787 war in ihrer Entwicklung und in der frühen Produktion des Flugzeuges und auch in den ersten Monaten und in den ersten Jahren des alltäglichen Liniendienstes ein absolutes Problemflugzeug. Bei diesem neuen Flieger hat gefühlt zumindest am Anfang ziemlich genau gar nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich gedacht hatte. Und das ist gerade bei der 787 natürlich ein bisschen unschön, da dieses Flugzeug ja so revolutionär anders sein sollte als andere Flugzeuge, was ihr und ihren Kunden dann ja auch enorme Vorteile einbringen sollte. Revolutionär anders vor allem deswegen, weil die Boeing 787 das erste Boeing-Flugzeug werden sollte, in dem großflächig Kohlefaserverbundstoffe eingesetzt werden. Was dabei nicht so wirklich beachtet wurde, war eine Zeitspanne, in der man sich mit diesem Werkstoff in so großen Mengen erst einmal richtig anfreundet, beziehungsweise eine Zeitspanne, in der man erstmal richtig rausfindet, wie man so große Bauteile aus diesem Werkstoff bauen kann und was da überhaupt funktioniert und was nicht. Denn neben den großen Vorteilen, die Kohlefaserverbundwerkstoffe für den Flugzeugbau haben, das sollen sehr stabile und leichte Bauteile werden, da gibt es auch einige Schwierigkeiten, die man beachten muss, beziehungsweise mit denen man dann zu kämpfen hat. Bei diesen Bauteilen muss nämlich gerade im Flugzeugbau darauf geachtet werden, dass sie unbedingt ohne die kleinsten Lufteinschlüsse produziert werden. Das ist gerade bei den Bauteilen wichtig, die in und aus verschiedensten Richtungen belastet werden. Die Teile müssen Zug und Druck aushalten können, sollen verwindungssteif sein und müssen dann ja auch noch ein gewisses Maß an Flexibilität bieten. Das ist bei so einem kleinen Carbon-Flap vorne am Auto vielleicht noch relativ einfach zu lösen, beziehungsweise gibt es da keine wirklich große Schwierigkeit. Denn die Belastung ist bekannt, das Teil muss auch nicht wirklich flexibel sein. Damit bewegt man sich meist in ähnlichen Temperaturbereichen mit ähnlichen Belastungen, aber bei einer über 100 Quadratmeter großen Flugzeugtragfläche, die all diesen Belastungen gleichzeitig ausgesetzt sein soll und sich dazu ja wirklich dann in verschiedensten Temperaturbereichen bewegt, da ist das natürlich was ganz anderes. Und wenn diese Carbon-Flap am Auto dann irgendwann mal kaputt ist, dann bricht die halt, dann ist die halt weg, dann wird die ersetzt. Aber eine Flugzeugtragfläche, die darf auf gar keinen Fall brechen. Eventuell habt ihr in Verbindung mit diesen Kohlefaserverbundwerkstoffen schon einmal etwas von der sogenannten Delamination gehört. Das ist nämlich der große Nachteil dieser Bauteile. Werden bestimmte Belastungsgrenzen überschritten, hier bei diesem Material ist das vor allem bei Druck mit gleichzeitiger Verbindung besonders kritisch, oder eben durch diese eingeschlossenen Luftblasen in dem Material, da zeigt sich dieser Nachteil auch ganz gerne mal. Denn in diesen Luftbläschen, die eingeschlossene Feuchtigkeit dort, die kann bei Minustemperaturen gerne mal gefrieren. Und das kann bei Flugzeugen, die sich ja durchaus mal in Minustemperaturen bewegen, also auch mal recht schnell passieren. Dann wird die Struktur des Materials durch das höhere spezifische Volumen des Eises regelrecht aufgesprengt. Und dann sieht so eine Flugzeugtragfläche oder ein Flugzeugrumpf gerne mal aus wie Blätterteig. Und dass das nicht wirklich stabil ist, dürfte klar sein. Und es ist dann natürlich auch ein enormes Sicherheitsrisiko. Tatsächlich hatte Boeing bei der Entwicklung der 787 damit ein riesiges Problem. Bei Belastungstests der neuen Tragflächen, die ja bei der 787 zum Großteil aus Kohlefaserverbundwerkstoffen bestehen sollten, da kam es zu genau dieser Delamination. Und hätte man so jetzt eine 787 in die Luft geschickt, dann wäre die vielleicht erst nach ein paar Monaten oder vielleicht auch erst nach ein paar Jahren sicherlich bei der nächstbesten Turbulenz irgendwann mal einfach auseinandergebrochen und vom Himmel gefallen. Und so kann man einfach kein Flugzeug in die Luft schicken. Dieses enorme Sicherheitsrisiko, das musste man da jetzt an der Stelle in der Entwicklung also erst einmal irgendwie umgehen. Und da war dann in Kombination mit weiteren Problemen, die man wenig später mit der Verarbeitung von Kohlefaserverbundwerkstoffen noch hatte, zum Beispiel in Form von Faltenbildung am Rumpf, da war dann recht schnell klar, dass Boeing einige Versprechen, die sie vorher getätigt hatten, bei der 787 nicht halten kann. Und das entwickelte sich dann bei Boeing mit der Zeit bei der 787 so ein bisschen zu einer Jugendforsch-Mentalität. Also man probierte da, musste immer wieder optimieren,
optimieren, weil gewisse Dinge einfach noch nicht funktioniert hatten. Und alles, was hinten dran geplant war, das verschob sich dann immer weiter nach hinten. Also aus Erstflug 2007 wurde Erstflug 2009, aus Erstauslieferung im Jahr 2008 wurde Oktober 2011. Aber nicht nur das, sondern gleichzeitig ließ natürlich auch die Performance der ersten Flugzeuge als Folge der ganzen Nachbesserungen, die man da noch tätigen musste, die ließ natürlich wahnsinnig zu wünschen übrig. Die erste 787, der 787 Prototyp, war tatsächlich ganze 10 Tonnen schwerer, als man das eigentlich vorher geplant hatte. Bei der ersten 787-9 waren es dann immerhin 6 Tonnen mehr als geplant und so musste das Leergewicht der Flugzeuge in einer neben der eigentlichen Produktion und Auslieferung weiterlaufenden Entwicklung immer weiter durch modernere Materialien, durch modernere Entwicklung reduziert werden, sodass man erst mit der 90. ausgelieferten Boeing 787 wirklich bei den Werten ankam, die man vorher geplant und versprochen hatte. Die ganze 787 Dreamliner-Geschichte ist also bis zu diesem Zeitpunkt hier schon mal alles andere als reibungslos verlaufen. Bei einem wirklich komplett neu entwickelten Flugzeug ist das aber alles irgendwo noch verkraftbar. Dass die Maschinen zum Start der Produktion deutlich schwerer sind, als sie es dann in ein paar Jahren sein werden, das ist irgendwo ganz normal. Das entwickelt sich dann halt mit der Zeit noch, macht natürlich aber die Erstbetreiber, die ersten Kunden so ein bisschen zu unfreiwilligen Versuchskaninchen. Das war aber nie anders. Ein kleines bisschen zumindest lässt sich diese ganze Problematik mit den übergewichtigen Flugzeugen dadurch relativieren, dass man auch das Maximalabfluggewicht des Fliegers immer weiter ein Stück erhöht. Geht zwar auf Kosten der Effizienz, natürlich, also die frühen Maschinen vom Typ 787 sind bei weitem nicht so effizient wie die Maschinen, die jetzt ausgeliefert werden, aber es ist dann nicht so gewesen, dass ein Flugzeug, was Platz hat für 250 Passagiere, auf einmal nur noch 150 mitnehmen durfte. Das war also nicht der Fall, aber bis dahin, wie gesagt, alles noch nicht wirklich ungewöhnlich für ein komplett neu entwickeltes Flugzeug. Wirklich problematisch und auch bedenklich für die Sicherheit der Passagiere und der Crew an Bord der 787 war dann die Geschichte mit den Batterien des Flugzeuges. Für die Boeing 787 verwendet man 2 Lithium-Kobalt-Dioxid-Akkumulatoren. Das sind Lithium-Ionen-Akkus und die sind durchaus vergleichbar mit den Dingern, die im Smartphone oder auch in eurem Laptop drin sind. Mit dem einen großen Unterschied, dass die Akkus bei der 787 natürlich eine Ecke größer sind, 28,5 Kilo. Wiegt da ein so ein Akku. Warum man jetzt ganz genau bei der 787 diese beiden Akkus dort verwendet, das ist jetzt erst einmal egal. Wichtig ist nur, dass die sich von den herkömmlichen Akkus in anderen Verkehrsflugzeugen durchaus unterscheiden. Das sind nämlich meist Nickel-Cadmium-Akkus. Außer bei den wirklich modernen Verkehrsflugzeugen, wie zum Beispiel beim A350, da findet man mittlerweile auch Lithium-Ionen-Akkus. Der hat verschiedenste Vorteile, zum Beispiel einen geringeren Wartungsaufwand. Und auch ganz wichtig, man schleppt bei einem solchen Akku für die gleiche Leistung weniger gefährliche Stoffe im Flugzeug mit sich rum. Aber das hat auch einen großen Nachteil. Diese Lithium-Ionen-Akkus, wenn die überlastet sind, dann neigen die zum thermischen Durchgehen. Auf Englisch heißt das Thermal Runaway und das habt ihr bestimmt schon häufiger mal irgendwo gelesen. Vielleicht auch in Kombination mit dem Samsung Galaxy Note 7, denn das hatte genau dieses Problem. Dieses Gerät ist eine ganze Zeit lang, kurz nachdem es auf den Markt gekommen ist, immer mal wieder abgeraucht und musste deswegen auch in den Bordansagen vor dem Abflug immer explizit erwähnt werden als Samsung Galaxy Note 7. Mittlerweile hat man das wieder rausgenommen, aber Geräte, die heiß werden oder zu qualmen beginnen, das gibt es immer noch in den Bordansagen. Müsst ihr mal drauf achten, das ist mittlerweile nämlich Pflicht. Naja, auf jeden Fall ist das 787-Akku-Problem tatsächlich vergleichbarer mit dem Galaxy Note 7, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Denn auch hier wurde seitens des Akkuherstellers nicht ausreichend getestet und seitens des Flugzeugherstellers wurde nicht ausreichend kontrolliert. So kam es dann bei ersten Tests im Jahr 2006 schon zu einem brennenden Akku und 2 direkt aufeinanderfolgende Vorfälle mit 2 früh produzierten Boeing 787 sorgten dann im Jahr 2018 dafür, dass die 787 direkt weltweit mal am Boden bleiben durfte. Den ersten Vorfall gab es am 7. Januar 2013. Da fing der Akku einer früh produzierten Boeing 787 der Japan Airlines, eines der ersten ausgelieferten Flugzeuge, fing am Boden des Bostoner Flughafens Feuer. An Bord des Fliegers war nur ein Techniker, das Feuer konnte auch schnell wieder von der Flughafenfeuerwehr gelöscht werden, aber ist natürlich ein Vorfall, der Sicherheitsbedenken auslöst. Zu Recht. Nur 9 Tage später musste nämlich eine der ersten Boeing 787 der All Nippon Airways, also ebenfalls ein Dreamliner einer japanischen Fluggesellschaft, aufgrund von Rauchentwicklung in der Kabine notlanden. Passagiere und Crew wurden dann auf einem Rollweg über die Notrutschen evakuiert, was natürlich recht interessante und auch aussagekräftige Bilder lieferte, die sich schnell auf der ganzen Welt verbreiteten. Und dann war auch absolut klar, dass die Boeing 787 ein sicherheitsrelevantes Problem mit ihren Akkus hatte. Auch hier waren es tatsächlich nicht die Behörden, die direkt gesagt haben, dass die Boeing 787 jetzt aufgrund von Sicherheitsbedenken am Boden bleibt, sondern es waren die beiden betroffenen Fluggesellschaften, Japan Airlines und All
von Nippon Airways, die gesagt haben, dass ihre zusammen insgesamt 24 Flugzeuge zu diesem Zeitpunkt jetzt erst einmal am Boden stehen bleiben werden, bis man eine Lösung für das Problem gefunden hat. Mit einer möglichen, kraftvollen, aber ja auch unberechenbaren Feuerquelle an Bord eines Flugzeuges ist nämlich höchstwahrscheinlich noch sehr viel weniger zu spaßen als mit jedem anderen Sicherheitsrisiko. Fängt das Flugzeug erstmal richtig an zu brennen, dann reicht aus der Reiseflughöhe, wenn man das Feuer nicht unter Kontrolle bekommt, dann reicht da wahrscheinlich auch der steilste und schnellste Sinkflug zum nächsten Flughafen nicht aus, um die Maschine und damit auch die Insassen retten zu können. Kurz nach den beiden eben genannten Fluggesellschaften erließ dann auch die amerikanische Luftfahrtbehörde, die FAA, sowie das europäische Pendant dazu, die EASA, ein entsprechendes Grounding für die Boeing 787. Zu dem Zeitpunkt waren es 50 ausgelieferte Flugzeuge, die von nun an erst einmal am Boden bleiben mussten. Boeing fing dann direkt an, mit dem Hersteller des Akkus an einer Lösung zu arbeiten. Sie schützten die Akkus dann vor sich selbst. Und sie schützten das Flugzeug, indem sie die einzelnen Zellen voneinander isolierten. Und die Akkus wurden nun in einer kompletten Metallummantelung im Flugzeug verbaut. Mit einer ETOPS 180 Einschränkung ging die Boeing 787 dann Mitte April, also 3 Monate später, wieder an den Start. Wiederum eine Woche später wurde das weltweite Flugverbot für diesen Flugzeugtypen wieder aufgehoben. Kosten sollen dem Flugzeughersteller Boeing damals aufgrund des 787 Groundings irgendwas um die 600 Millionen Dollar entstanden sein. Von möglichen Entschädigungszahlungen für die entsprechenden Fluggesellschaften aufgrund von ausgefallenen bzw. aufgrund von verspätet gelieferten Flugzeugen, da wurde nie in der Öffentlichkeit wirklich drüber gesprochen, aber man kann davon ausgehen, dass hier ebenfalls nochmal einige 100 Millionen Dollar geflossen sind. Jetzt sind natürlich die Unterschiede zum 737 MAX Grounding relativ klar und relativ leicht ersichtlich. Hier bei der 787 ist niemand an den Sicherheitsbedenken gestorben. Bei der 787 hat man dazu rechtzeitig gehandelt. Hier jetzt bei der 737 MAX muss man davon ausgehen, dass aller Voraussicht nach deutlich über 300 Menschen aufgrund eines vermeidbaren Fehlers gestorben sind. Dazu sind natürlich sehr viel mehr Flugzeuge betroffen. Hier bei der 787 waren es knapp 50 Maschinen, bei der 737 MAX sind es jetzt über 370 ausgelieferte Flugzeuge und auch das gesamte Projekt 737 ist sicherlich nochmal ein ganzes Stück wichtiger als das 787 Projekt. Also, der heutige Fall mit dem 737 MAX Grounding ist ohne Zweifel sehr viel schwerwiegender für den Flugzeughersteller, als es das 787 Grounding vor 6 Jahren war. Auch die Folgen für Boeing werden sehr viel größer ausfallen. Der finanzielle Schaden wird größer sein und auch der Image-Schaden wird sehr viel größer sein. Aber das wird dann alles die Zukunft zeigen, da können wir jetzt nur spekulieren. Ansonsten soll es das heute gewesen sein mit den Informationen und mit der Geschichte zum 787 Grounding. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann, wie gesagt, sorry, dass das alles so ein bisschen provisorisch jetzt ist. Aber ich hoffe, dass das Video euch trotzdem gefallen hat. Ich freue mich sehr über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.